Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shazadi Spiel Cone Exiles, Isle of Siptah, Staffel 2. So, ich habe ein paar Dinge auf der To-Do-Liste. Als erstes dann mal einen Bogen zu bauen, weil wir haben ja jetzt die Seide, ne? Also können wir doch eigentlich auch, genau, Seide. Entweder den Yamatai-Bogen. Nee, der uralte Bogen, genau. Kann man noch? Nee. Nee. Genau, der uralte Bogen muss es dann sein. Geformtes Holz haben wir ausreichend. 7 verstärktes Leder, 7 Seide. Also Seide haben wir jetzt erstmal ausreichend, würde ich sagen. Ach, ich glaube, da draußen braut sich schon wieder was zusammen. Kann das sein? Jo. Das ist natürlich jetzt semi-gut. Weil ich doch noch ein paar Dinge vorhatte. Ja, warten wir halt, bis der Sturm um ist. Ist ja nicht so schlimm. Oh Mann, ist alles um. So, ich glaube, wir brauchten auch noch Eisen. Da weiß ich jetzt nicht mehr, wie viel, aber Eisen oder Stahl? Mal schauen. Stahl waren es. Es waren 3 Stahlbarren. Jetzt aber. Uralter Bogen incoming. Juhu. Dann müssen wir auch gleich mal nach meinem Shagai gucken. Neue Aufnahmesession. Gucken, wie lange der noch braucht jetzt. So. Ja, das gefällt. Wollen wir den Bogen eigentlich jetzt auch hier rein tun dann? Ja. Oh, schön. Das sieht schön aus. Das sieht doch schick aus. So. Haben wir die Sachen eigentlich hier drinne? Ah, ich glaube, das sind die Sachen, die ich in der Demontagebank demontieren möchte, wenn das möglich ist. Genau. So, dann. Genau, nach dem Shagai wollt mal gucken. Ich guck jetzt aber erstmal. Welche Pfeile wir da drauf packen. Repariert habe ich alles. Denke ich mir mal, dass ich das nach der letzten Folge noch gemacht habe. Hier noch irgendwas groß drin? Nee. Oh, das dauert noch einen Moment. Die Frage ist, können wir da nur eine reinstecken? Oder direkt mehrere? So, da brauchen wir, glaube ich, 100. Ich weiß jetzt nicht, ob nur eine geht oder ob direkt 2 gehen, weil dann könnten wir ja nochmal. Ah, tatsächlich. Denn die zweite kommt dann hinterher. Okay, also geht's nicht synchron. Ja, egal. Wir machen auf jeden Fall schon mal eine zweite rein. So, dann wollte ich auch noch mal im Nachbarlager gucken, ob ich da nicht den Sklaventreiber kriege. Für unsere Werkbank. Hier habe ich die Eisenkeule. Genau.
Die ist fit, die ist nicht fit. Was brauche ich? Oh, was brauche ich denn, um die zu reparieren? Ich meine, das können wir theoretisch auch machen. Eisenbahn. Das können wir theoretisch auch hier zum Sturm machen. Obwohl, es ist ja... Ah doch, es ist ein Mahlstrom. Sah irgendwie so aus, als wenn einfach nur schlechtes Wetter wäre. Aber nein, es ist ein Mahlstrom. Leder. Jetzt einfach mal hier drin. Immer diese 1000 Sachen. Juhu. So, der ist auf jeden Fall repariert. Hier haben wir auch noch genug Suppe drin. Ein Altarbild wollte ich noch bauen. Die Färberwerkbank. Eventuell irgendwann einen verbesserten Bienenstock und die Demontagebank. Die Demontagebank brauchen wir 50 Ziegel, 25 isoliertes Holz. So. Das finde ich schon mal gut. Dann kann man die vielleicht noch irgendwo hinstellen, obwohl die bin ich vielleicht. Was ist das hier? Das ist die normale Werkbank. Wir bauen die erstmal. Und so. Oder vielleicht hier herrscht. Ja, hier ist klar. Frage ist natürlich, ich wollte ja auch unser Lagersystem mal verändern. Ich wollte gerade sagen, oh, die ist aber klein, aber sie war senkrecht zu uns. So. Hierher. Dann passt die gut her. Dann auch mal gucken, wie viele Fragezeichen wir haben. Weil da könnten wir theoretisch auch schon eine Flut mit beschwören, soweit ich mir das habe sagen lassen von dem guten Holger. Ich kenne mich halt damit noch null aus. Habe ich noch nie gemacht. So, wie schaut es denn aus bei unseren Nachbarn? Ich stehe nochmal. Ja, komm, ich probiere das einfach nochmal. Man sieht nur jetzt auch gerade so schlecht. Das Schlimme ist immer, bis ich sehe, wer was ist oder was ich brauche. Vielleicht kann ich den ja. Doof ist, dass es hier kein Kämpfer. Gut, das war jetzt nur ein Kämpfer. So, ich weiß jetzt nicht, was ist der Sklaventreiber und was ist der... Das ist der gelbe, den kann ich, glaube ich, nicht umholzen. Aber den? Zuchtmeister. Genau, dich brauche ich.
Man muss hier einfach ein bisschen taktisch vorgehen. Nee, lass mich mal kurz in Ruhe kommen. Wir laufen mal ein Stück. So. Hör auf, mich zu schlagen. So. Hab ich dich. Mitkommen. Ich glaube, jetzt habe ich den richtigen End. Juhu. Ja gut, wenn man das natürlich weiß, wo wer welcher ist. Aber bis ich dann immer lese, wer was ist und mich dann entscheide, will ich den töten oder umknüppeln. Juhu. Bist du noch da? Und komm halt her. Bisschen doof da mit der Kante, ne? Klar. So. Renne. Juhu. Weil der kann uns dann auch bessere Sachen herstellen, um wiederum andere Sklaven zu bekommen. Von daher ist das gar nicht schlecht. So, wir gehen aber da nochmal rein, weil dann nehmen wir auch den Stuff nochmal mit, würde ich sagen. Erstmal ein Schlückchen in Ehren. Oder sind die schon wieder nachgesucht? Mag den Bogen. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Ist aber dumm. Sag doch mal zu, Minna. Vor allen Dingen, ich sehe gerade nichts, ne? Ihr auch nicht. Nichts, null, Nüsse. Niente. So. Hä, wo ist er denn jetzt? Ist er weggekullert? Ist weggekullert. Ja. Also, dem geht's nicht gut. Hi, ich wollte nur mal kurz. Der da oben ist auch schon wieder. Ihr seht aber auch nicht, dass hier einer mit einer. Was? Wo? Welcher jetzt? Ups! Er hat einen Kopf verloren. Tut mir leid. Wieder keinen. Dass man immer so viel Stuff danach dabei hat und es dauert immer so ewig, bis man das alles wieder verräumt hat. Hier ist der Zuchtmeister. Oh, der war schnell. Schnell von dann. Haben wir hier einen drin? Nö. Hier haben wir noch Kisten. Hier war keine mehr, ne? Also das Dunkle ist echt unglaublich unangenehm. Auch dass es dann zusätzlich zu der Nacht bei dem Mahlstrom auch noch so dolle dunkel sein muss. Finde ich persönlich unnötig. Guten Tag.
Oh, eine Dame. Anhört. Hoppla. Es ist so mühsam. So, und dann nehmen wir die Kiste noch mit. Dass wir die Nachbarn auch wirklich... So. Ich weiß nämlich nicht, ob ich jetzt nochmal so schnell herkomme, weil... Eigentlich... Brauchen wir ja nichts mehr jetzt von hier. Den Sklaventreiber haben wir. Ja, wir können uns halt hier... Also wenn uns mal hier so ein Sklave verloren geht oder so, können wir wieder einen neuen holen. Oh, nein. Entschuldigung, ich wollte dir nicht dein Essen nehmen. Schwör. So, den hatte ich übrigens eben im Off vor der Aufnahme nochmal neu eingekleidet. Die sollen auch nicht alle das gleiche tragen. Finde ich jetzt wieder nicht so schön. Du stehst andersrum da. Dreh dich mal bitte um. So. Inventar. Braucht der irgendwas zu essen? Nee, oder? Geht's dir gut? Den geht's noch gut, der braucht nichts. Gut, so, der Schmalstrom ist auch rum. Dann würde ich nämlich gerne vielleicht auch nochmal auf Achse gehen. Aber ist natürlich jetzt die Frage. Wir sollten vielleicht dann auch erstmal fellverstärktes Leder. Das kommt dann alles hier rein. Das verstärkte Leder kommt hinten rein. Fragezeichen. Kommen da rein. Jetzt finden wir bei den Seide, really? Öl. Chitin kommt noch hier oben rein, ne? Noch ein Mehl. Habe ich denn das Knochenmehl? Also ich hätte das Knochenmehl ja jetzt eher hier zu dem tierischen gemacht. Oder habe ich das komplett aufgebraucht? Gute Frage, nächste Frage, ne? Schon praktisch, wenn man die ganzen Sachen so nebeneinander hat. Weil diese ja, ganze Verräumerei von den Sachen ist schon sehr anstrengend. Oh, die mag ich essen. War da auch noch diese Drüsen. Wo ich gerade gar nicht weiß, ob wir die oder für was wir die jetzt so dringend brauchen. Das Ding kann auch weg. Leuchtschleim. Den habe ich auch irgendwo hingepackt. So, hier haben wir das Gewürz. Hier haben wir die Getränke. Hier haben wir Stahlfeuer und Stahl. Vulkanischer Bogen. Können wir mal aufheben. Dann gibt das halt unsere Bogenwand. Den kann man nicht sehen. Ah.
Das packen wir schon mal. Das? Ach, das wird dann automatisch zerlegt. Okay. Und ein Reisefortschritt abgeschlossen. Nice. Jo, dann würde ich sagen, ich räume mein Inventar noch leer. Wir warten dann noch auf den Zuchtmeister. Und ja, dann gucken wir, was wir nächste Folge anstellen. Dass der uns vielleicht jetzt ein bisschen besseren Stuff bauen kann und wir uns dann noch einen besseren Sklaven holen können. Oder was auf der To-Do-Liste steht, ist ein Alchemist T3. Und ja, fürs Dämonenfeuer, dass wir dann auch hier Sternmetall holen können. Solche Sachen. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Eure Shazadi. Ciao, ciao.